ist echt. Nee, ist nicht. Doch? Nee, ist nur Tabak. Testen? Ich nehme lieber den Barolo. Testen? Und der FDP-Fraktionsvize Martin Lindner würde sich den Joint am liebsten gleich im Studio anzünden. Das kann Stuckrad Barre in seiner gleichnamigen Sendung gerade noch verhindern. Kaum draußen angekommen, zündet Lindner die Tüte an. Jetzt geht das Feuer nicht. Ich sag ja, 3% Feuer. Tatsächlich. Echt, ne? Lindners TV-Kiff spaltet die politischen Lager. Linke und Grüne loben die Aktion. Die SPD und vor allem die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Mechthild Dügmanns aus der eigenen Partei, halten ihn für fahrlässig. Als Abgeordneter habe er eine besondere Verantwortung und Vorbildfunktion.